Ja, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem Video von Gescheit Kanal mit BZ, mit Emre. Ja, das hast du getraut. Wir reagieren heute auf Rap Battle Almans vs. Kennex. Ich würde gerne sagen, gar nicht reden, aber den Kanaken, wo es lang geht. Let's go! Wir machen das wirklich. Ja, doch. Ja, yeah. Wir können jetzt pünktlich starten, denn wir sind deutsch. Und ihr wurdet beim Straßentinder gezeugt. Ja, Dicker, du bist miese, der Spast. Und nicht krass, nur weil dein Adidas Logo vier Striche hat. Yo, Schwester ist ekelig. Kniet sich fünfmal täglich hin, doch sie betet nicht. Mit dem deutschen Pop. Oh mein Gott. Mann, wie redest du, Mann? Warum macht ihr das? Mit dem deutschen Pass mach ich diese Kaffer klar. Und nach dem Sex bringt sie mir Chai und Baklava. Du gehst in den Club, willst deine Schwester besamen. Währenddessen mach ich mit deiner Tante Brettspieleabend. Hey, ich sehe deine Freundin, begrüße sie und ihre Antwort sind nur Eselgeräusche. Yo, geht mir endlich sprechen lernen. Ihr verhunzt die Sprache mehr als der Genderstern. Bei jedem Waller muss ich mich fremdschämen. Wegen euch kann 4-7 nur mit Akzent reden. Und trotzdem macht ihr Opfer auf hart. Ihr verliert euer Arbeitslosengeld am Boxautomat. Ihr könnt uns eigentlich nicht umhauen. Kommt ihr mit euren Cousins, stehen da 72 Jungfrauen. Ramadan hältst du Tunt in die aus. Und kommst auf Zittern und hungrig nach Haus. Und siehst du deine Bitch meinen Schwanz grad lecken. Und ich so chill, die Fasten brechen. Oh, das ist Bruder, ja. Was machen die da, ja? Wallah, Bruder, was ist das denn, ja? Battle Rap hin oder her, Kunstfreiheit hin oder her, Bruder. Das ist zu viel. Krass. Bruder, die Line hat mich getriggert, Bruder. Feier ich dich, Bruder. Muss ich sein, ist nicht cool. Ja. Starke erste Runde von den Almans, macht einmal Level zur Runde! Ich bin sehr, sehr gespannt auf die erste Runde von den Kennex, Alter. Let's fucking go. Komm, man nimmt die hoch ins Bayer. Jetzt müsst ihr die zerstören, Jungs. Jetzt muss. Ah, okay, check. Okay, ah. Go. Ich mach Krache, mehr Macht in der Stadt extrem. Ich muss Zeugen bedrohen für meinen Haftbefehl. Mein Leben ist eine Achterbahn, viel zu abgedreht. Und ihr seht aus, als ob ihr euch auf die Straßen klebt. Ich rase durch, guck die Die Lutscher haben Angst vor dem toxischen Mann. Diese zwei Kennex sind die Rarität und die sind in der WhatsApp-Gruppe von AfD. Jeder weiß, dass ich besser bin als du, in deinem Zimmer hast du Poster von LGBTQ. Für mich wird dieses Battle nicht fair sein. Ich f*** deine Mutter in Pegasus Airlines. Sag nur harmlose Pfadfinder-Jungs. Rap kommt von Straße, nicht von Nachhilfekurs. Ich f*** deine Mutter im Abrischi. Hallo, hart, vergiss nicht den Adjektiv. Okay. Tief, denn ich bin zu aggressiv. Knock den Clown heute mit der trockenen Faust. Wenn ich dich boxe, wird dein blaues Auge doppelt so blau. S500, aber nagelneu. Meine Linguistik ist für immer Straßendeutsch. Geh mal lieb. Boah, der ist schon mies Offbeat, ne? Ja, mit der roten Jacke. War weg, denn ich mische diese Spielkarten. Eure Arma-Mütter machen Gangbang im Biergarten. Wesh, ich komm mit 6 Asylanten. Und wir werden diese Rapper handeln. Für deutschen Pass täte ich auch restliche Sch. Für den wollte ich mich noch bei deiner Schwester bedanken. Boah! Das hat sein Ende gemacht. Es hat gefehlt, alles, es hat so alles gefehlt und das war sein Ende. Guck mal, weißt du, was das Ding ist? Jetzt bei diesem Battle, so allgemein, die Lines von den Almans, die waren viel stärker, die waren krasser, ne? Starke erste Runde von den Kennex, sagt einmal Das ist halt ein hartes Thema, ne? Ja, vor allem zu der jetzigen Zeit, das ist nicht mehr so wie früher, dass sowas geduldet wird, wisst ihr, was ich meine? Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Antwort von den Almans, von den Deutschen, let's go! Jo. Zur Schulzeit habt ihr uns dauernd geraut und uns das Brot in der Pause geklaut. Still und bringt mir mein Essen, wenn ich bei McDonald's chill. Oh! Ihr denkt, dass ihr eine Trapper-Haut, aber seht eher wie Grupptackern aus. Yeah. Und du bist so ranzig, du Trisomie-Geburt, bist Apache 21. Döner macht fett wie Obelix und jeder weiß, dass sie immer in die Soße wächst. Kebab geht in der Tat nicht fit und hat mit Gammelfleisch, eist deine Mom im Schritt. Yeah.
Ah, und ich find die ehrlich nicht so ganz gut. Trotzdem reserviere ich sie mit meinem Handtuch. Ja, wir triggern euch richtig hart, doch kommt mir blöd und mein Anwalt macht den dritten Part. Ihr seid cooler, ohne euch zu bemühen. Ihr hört Haftbefehl, wir hören Cordula Grün. Trotzdem lege ich heute deine Sis flach, da gibt's einen Ehrenmord. Deine Schwester sticht dich ab. Alle denken, wir haben den Knall, denn wir eskalieren immer an Karneval. Pöbel besoffen, klauen aus dem Schaufenster. Und kommen die Bullen, sagen wir, das waren die Ausländer. Geil. Ja, so. Ja. So eine Runde geht aber auch. Ja, so eine Runde ist cool. Ja, so eine Runde ist cool. Ja. Ist noch im Rahmen, ist sportlich. Kann hart, kann noch ein bisschen unter Gürtellinie gehen, so. So. Mehr oder weniger, aber das in der ersten Runde, Bruder. Tschüss, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ich hab eine Religion da verstanden. Das erste ist, das ist so Rap-Battle hin oder her, Bruder. Es gibt doch irgendwo Grenzen, so. Ja. Also in meinen Augen, ne? So klar, es gibt viele Leute, die auch diesbezüglich jetzt sagen werden. Eine Rap-Battle ist Meinungsfreiheit, du kannst alles sagen, dies und das. Oder weiß ich, dass ich das genauso sehen muss. Starke Zeitrunde von der Alba sagt einmal ne! Immer im Urlaub reservieren die alles mit dem Handtuch, Alter. Jeden Scheiß. Ich bin gespannt auf die Zeitrunde von den Kennex, let's fucking go, alle. Okay, komm. Ich sag dir ehrlich, der Einzige, der für mich heute hier das Battle macht, ist Furkan, ja? Der da links, Bruder, der ist auch nicht so... Der krass. Rote, ne? Ja. Bruder, Furkan braucht einen besseren Partner, ja? Ich schwör. Nike Shocks auf dein Koffer, es kommt richtig viel Blut, komm von der Strada, was für die M***e, nicht mit uns, denn ich komme mit der Crew. Du denkst, dein türkischer Spitzname ist Orospuchuchu. Pound für Pound, schmeiß den Bauer raus. Mach dein Mund zu, es riecht hier nach Sauerkraut. Dieser Kenner quält als Draufgänger auf. Und sein allererster Satz war Ausländer raus. Ich sag, sie werden niemals Freunde. Ich habe Brüder, das sind richtig stabile Deutsche. Ich werde locker diesen Pitch zu sieben. Dass du Mathe studierst, ist dir im Gesicht geschrieben. Lauf, du Pet. Bruder, der rechte Typ ist echt nicht gut, ne? Das Ding ist, der trifft den Takt nicht, aber seine Lines sind... Also der Furkan, der ist gerade Solo vs. Squad, Bruder, ja? Ich bin Faust gefetzt, Salmanisaurus Rex, geh mal nach Hause jetzt. Ich gebe die miese Bomben auf Schnelle. Und die ganzen Armans gucken zu, als wäre es seine Baustelle. Check, check, ich bringe diesen Schmuck um. Deine arme Schwester macht Gangbang im Bordrum. Sie macht mir Kelle und auch bei Ömer. In ihr sind mehr Ausländer als im Haus des Döners. Ich bin für dich wie ein ganz großer Stiefvater. Und du bist nur ein Traktorenliebhaber. Das ist harter Rap und nicht wetten das. Ihr seid eingekesselt wie im Stadion von Besiktas. Okay, ja. Geistkrankheit, Leute, von dem Kenex macht einmal leer! Okay, okay. Deutschland haben gewonnen, Alter. Die Almans haben gewonnen. Ja. Bruder, wir müssen das sagen. So, ist halt so. Die haben die Runden, die haben auf jeden Fall gewonnen. Bruder, die Lights sind halt mehr im Kopf geblieben. So, ob man das jetzt so akzeptieren mag, so ist was anderes, aber es ist so, Bruder. Ja, ja, sie haben halt für Schockmomente gesorgt, ne? Ja. Und das gehört zu Battle Rap dazu, muss man sagen. Ja, Bruder, sehr kontroverses Battle, Alter. Ich hoffe, wir kriegen die beiden. Crazy. Freunde, wenn es euch hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Bro. Tschüss.